Schulstunde und Übung sind perfekt gemeistert. Deshalb hat der Welpentrainer für seine wilde Horde und deren Begleiter eine Überraschung parat. Gemeinsam steht ein Ausflug an. Hallo Leute! Hallo! So, es ist Wandertag. Wir werden eine schöne Wanderung unternehmen, haben eine tolle Strecke ausgesucht. Das geht auch schon mit Welpen, allerdings natürlich nicht auf einer größeren Strecke. Damit würden wir sie selbstverständlich überfordern. Und deswegen haben wir mal hier so ein paar Sachen mitgebracht. Ihr seht schon, der gute alte Bollerwagen. Ja, das wird gleich unsere allererste Übung sein, damit wir die Welpen unterwegs da transportieren können. Und für die Kleinen, auf jeden Fall für Lilo würde ich sagen, heute hier so eine Kängurutasche. Damit kann Muttis Kleinste eben wie im Kängurubeutel perfekt kuscheln. Also einmal die Arme durch, ja. Dann drehst du dich mal um, dann machen wir das hier hinten zu und schnallen es fest. Atmen kannst du noch? Ja. Und dann einfach Lilo oben rein. Ui, ziemlich eng. Okay. Wie geht das so für dich vom Gefühl? Gut. Ob Lilo das auch so sieht? Aber auch die Kumpel kommen in enge Kisten. Und dann beobachten wir jetzt mal die Körpersprache unseres Welpen. Ne? Ist ihm das nicht so ganz geheuer? Er setzt sich hier direkt hin. Das scheint okay zu sein. Guck mal. Du kannst auch direkt einsteigen, aber vielleicht hilfst du hinten noch mal ein bisschen. Ne? So, und dann gibt's hier mal eine kleine Futterparty. Futterparty? Auf solche Worte hatten Luna, Frieda und die anderen gehofft. Wir starten jetzt einfach mal vielleicht mit Riddick und mit Juten. Einmal rein, nimmst du den Bollerwagen. Und dann schauen wir mal, wie sie reagieren, wenn wir losfahren. Ihr lauft nebenher und seid bereit. Belohnen, die Leine noch mal absichern. Guck mal. Ja. Gut, bei ihm mache ich mir jetzt nicht solch große Sorgen. Das sieht gut aus. Na, dann kann die Fahrt ja losgehen. Gar nicht so übel, mal im Wald zu chillen. Wunderbar. Und die Aussicht ist auch ganz fantastisch. So, beobachtet sie, sie guckt zum Futter, sie guckt zu dir, sieht entspannt aus, ja? Ist alles gut, ne? Na, dann sind ja alle bereit zum Wanderstart. Nee, halt, doch nicht. Oh, das wollten wir eigentlich nicht. Wandern an sich finde ich mega cool, machen Frieda und ich auch manchmal, aber jetzt halt nicht richtig wandern, sondern eher mal so eine Stunde spazieren gehen. An sich finde ich das aber echt ganz cool. Was jetzt halt die Bollerwagen betrifft, das ist gar nicht Friedas Ding, aber sie lässt sich auch nicht so gern tragen. Das heißt, ich glaube, da muss ich einfach viele Pausen einbauen. So, das hat jetzt schon mal wunderbar geklappt. Wir gehen los, aber am Anfang sollen eure Welpen erstmal ein bisschen laufen, die sollen Spaß haben, spielen. Müde werden die schnell genug und dann packen wir die später da rein. Okay, los geht's. Gut, Luna, dann musst du auch wieder rauskommen. Nichts gegen Bollerwagen, aber Toben im Wald macht einfach mehr Spaß. Das weiß auch der Welpentrainer und hat die fahrbaren Untersätze und Tragetaschen vor allem für den Rückweg organisiert. Aber beim Freilauf gibt's einiges zu beachten. Jetzt haben sie sich ausgetobt. Ganz wichtig ist, wenn ihr so einen Wanderauszug macht, informiert euch vorher, da wo ihr wandern geht, wie sieht es da aus mit der Gesetzeslage, weil es ist völlig unklar. Man kann nicht sagen, im Wald ist immer Leinenbefreiung oder eben nicht. Hier ist es erlaubt, ja, trotzdem machen wir jetzt mal unsere Trainingsleinen dran und begrenzen die Hunde und zwar frei. Ich zeige euch einmal, wie das funktioniert mit dem Riddick, direkt mit Hundebegegnung da hinten. Ich bremse jetzt hier einmal an. Und hier habe ich eine Begrenzung. Der bleibt bei mir in der Nähe. Und ich kann es noch mal zeigen, egal wie schnell oder langsam ich laufe, bremst damit ab. Der weiß also, hier ist eine Grenze. Das ist jetzt eure Aufgabe. Jetzt seid ihr dran. Und los geht's. Ja, in die Richtung. Und einmal ausgetobt machen alle Schüler perfekt mit. Oder lag's vielleicht am Vormittagstraining mit André am Rhein? Tolles Bild. Genauso stelle ich mir das vor. Wir gehen in der großen Gruppe spazieren und trotzdem sind sie unter Kontrolle und nicht an der kurzen Leine. Und das gilt für klein und groß. So kommt die Gruppe dem Ziel immer näher. Ah, guck mal, hier ist es schon, ne? Ja, da sind so, wir. So, schaut mal. Hier ist unser erster Pausenpunkt. Stellt euch mal hier auf, genießt die Aussicht. Wir zeigen euch jetzt mal, was ihr auf so einer Hundewanderung noch beachten müsst, beziehungsweise auch, was ihr dabei haben solltet. Ganz wichtig,
ihr müsst Wasser dabei haben. Besonders im Sommer geht es nicht ohne. Ja? Es sei denn, ihr seid die ganze Zeit irgendwo an einem Bach unterwegs. Ansonsten hier gibt es so kleine praktische Flaschen. Die kann man einfach so aufklappen und dann habt ihr hier so einen mobilen Wassernapf. Wunderbare Geschichte, kostet ein paar Euro. Solltet ihr definitiv dabei haben, nicht vergessen. Geht auch damit. Geht auch damit, genau. Damit könnt ihr den Hund auch füttern, wenn ihr mal richtig lange unterwegs seid oder über Nacht weg seid. So ein kleiner faltbarer Futternapf. Auch eine tolle Sache. So. Woran ihr auch denken solltet, ist so eine kleine Erste-Hilfe-Tasche, extra für Hunde. Ja? Das heißt, wenn es mal einen Notfall gibt, der Hund schneidet sich irgendwie die Pfote auf und solche Sachen. Auch nicht teuer und nimmt auch nicht viel Platz weg, wie ihr seht. Definitiv bitte auch dabei haben. Die schönsten Routen findet ihr übrigens natürlich im Internet, aber es gibt auch spezielle Apps dafür, wo natürlich auch gezeigt wird, was braucht der Hund da. Also ist es besonders schwierig oder ist es einfacher, diese Route zu laufen? Und natürlich, sind da Hunde erwünscht oder eher nicht? Genug gequatscht. Jetzt heißt es noch einmal, sich zu stärken. So Leute, ich würde sagen, Pause beendet, aber eure Welpen haben jetzt schon echt viel gemacht. Das heißt, jetzt benutzen wir unsere Bollerwagen und unsere Rucksäcke. Packt die also bitte da rein und dann gehen wir weiter. Und siehe da, der Rückweg auf Rädern ist tatsächlich so entspannt wie vorhergesagt. Luna hat sich jetzt hier schon richtig gut an den Bollerwagen gewöhnt. Ich glaube, wenn man das jetzt mal länger macht, dann wird sie da sogar einschlafen. Und so kann der Wandertag doch vor allem für die Eltern nicht besser zu Ende gehen. Doch nicht alle Eltern sind erlöst. Der Welpentrainer hat noch einen Hausbesuch geplant. Newton braucht Nachhilfe. Das Problem des 14 Wochen alten weißen Schäferhundes? Jeder Besucher wird erstmal stürmisch begrüßt. Da muss der Lehrer einmal draufschauen. Hallo. Hi. Hallo. Habt ihr den da? Normalerweise begrüße ich den Hund ja nicht zuerst, aber wenn er mir hier schon entgegenkommt. Tja, genau das war Newtons Taktik. Ja, du hast gesehen, als du reingekommen bist, unser Problem ist, dass der Newton immer sofort als allererstes rausrennt und wir keine Chance haben, den Besuch als erstes zu begrüßen. Und unser Wunsch ist einfach, dass der Newton entweder so wie jetzt an der Tür liegen bleibt oder am besten natürlich in seinem Körbchen. Das ist eigentlich ein klassisches Begrenzen. Das Körbchen ist perfekt dafür geeignet. Mhm. Habt ihr es denn schon mal ausprobiert? Ja, also sobald wir uns entfernen, meint er, sich selbstständig machen zu müssen. Und, also da war kein Fortschritt zu erkennen. Nein. Dann schau ich dir jetzt mal, woran es gelegen hat. Du führst ihn jetzt einfach da drauf, kommentarlos, bitte ohne Kommando oder irgendwas. Und dann begrenzen wir ihn da. So, zack, Beine fallen lassen, rausdrehen, nicht mehr anschauen. Völlig richtig, genauso. Jetzt kommt er hinterher. Was machst du jetzt? Ich nehme ihn jetzt, also. Und bringst ihn wieder zurück? Ja. Ja? Ja, ich glaube, das auch ein bisschen das Problem ist, das ist zwar konsequent, was du da machst, du bringst ihn ja immer wieder zurück, ja, aber du hast die Sache nicht geklärt. Wir müssen das über Akzeptanz lösen. Ja. Das heißt, wenn das nächste Mal rauskommt, bitte exakt in dem Moment, wo eine Pfote dieses Körbchen verlässt, kommt dein Hey oder ja. Na, irgendwas Kurzes, Knackiges, das ist nicht das Entscheidende, sondern deine Körpersprache. Anschauen, auf ihn zugehen und dann beobachtest du mal bitte genau sein Gesicht, seine Mimik. Okay, dann bringen wir mal ein bisschen Ablenkung ins Spiel. Fangen wir mal ganz locker an hier mit ein bisschen Futter. Ich gehe einfach mal mit Futter hier so dran vorbei. Du bist immer bereit. Ja. So, und jetzt wäre der Moment gekommen. Hey. So, guck mal. Und jetzt haben wir immer das Problem, dass wir wollen sofort, dass der wieder ins Körbchen geht. Ne? Du hast jetzt zwar hey gesagt, aber deine Körpersprache, die kommt hier raus, deine Ausstrahlung. Ja, okay, und die zielt jetzt gerade auf sein Körbchen, aber nicht auf Newton. Und deswegen ist keine Klärung da. Habt ihr ein Spielzeug? Da ist ein Spielzeug, darf ich das mal haben? Ja, klar. Die schauen jetzt nicht an. Aber es reizt auf jeden Fall, ne? Das wird er ja kennen. Wenn ich das jetzt hier wegwerfe, da noch mal ein Futter hinterher. Und hey, und jetzt deutlich. Gar nicht hektisch, ne? So, und dann gehst du selbstsicher wieder weg. Das war besser, weil körpersprachlich genauer. Weil ich auch direkt vor ihm war. Genau, das spielt eine ganz große Rolle. Hunde kommunizieren so. Ja, wenn du es anders machst, kommt es da unten nicht an. Ne? Okay. Und dann kommt auch kein Erfolg. Auch bei Futter soll Newton sich zurückhalten. Das Schöne ist ja, sobald Newton eine klare Ansage bekommt und nur ein bisschen Bestimmtheit im Spiel ist, funktioniert das ja einwandfrei. Und dann kann man auch extrem gut und schnell steigern. Und wie sieht es mit einem verlockenden Spielzeug aus? Da wackelt es überall, aber er bleibt da. Und das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass es sich um Akzeptanz handelt. Jetzt sind wir im richtigen Bereich und jetzt können wir auch schnell steigern. Ja? Und du darfst doch gerne mal zwischendurch noch mal belohnen, hat er super gemacht. Ich gehe jetzt mal raus. Ja, und fangen wir an mit Klopfen zum Beispiel. Wir schauen mal, ob er es schafft. Okay. So, seid ihr bereit? Okay, los geht's.
Hallo, guten Tag. Sehr gut. Belohnen. Super gemacht. Heißt, wir können steigern. Hm. Nächste Steigerung wäre die Klingel. Okay. Es geht los. Ja, guck mal, da hat deine eine Korrektur eben, weil der ist wirklich sensibel, das muss man beim Newton einfach sagen, so habe ich ihn auch kennengelernt, ein ganz sensibler Hund. Und wenn man ihm die richtigen Zeichen gibt, ja, und die Bestimmtheit da ist, dann kann man sich echt auf ihn verlassen. Der Fehler bei mir ist die Körpersprache, das habe ich beim André jetzt gerade ganz stark gemerkt, das hat er mir auch gesagt und gezeigt, wie ich mich zu stellen habe, wie ich mich zu halten habe. Ich habe es mir nicht so anstrengend vorgestellt, ein Welpe, muss ich wirklich sagen, ich habe es unterschätzt. Ich hab dich noch gefragt, ob du dir sicher bist, in Welpen. Als nächstes kämen jetzt fremde Leute, Abstand jetzt zwischen den Trainingseinheiten, immer wieder trainieren. Auch wenn ihr beide nach Hause kommt, auch wenn ihr einen Schlüssel habt, klingelt doch trotzdem mal, wenn der andere dann zu Hause ist. Das wäre die Aufgabe. Mhm. Wenn ihr richtig gut trainiert, in 1-2 Wochen kann das Ding hier stehen. Alles klar. Okay? Machen wir. Gut, viel Erfolg und viel Spaß beim Training. Ja, danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao.